Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann Nirol P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, die Schneelande der Krone DLC. Und ja, wir sind hier im Bett des Giganten und wir sollen hier den Bürgermeister suchen. Also machen wir das nochmal, ne? Okay. Letzte Folge haben wir so ein bisschen hier Pokémon gefangen, weil ich nicht weiter wusste und ja, beziehungsweise nicht, glaube ich, bemüht habe, irgendwie zu gucken, weil ich als nächstes machen muss. Und ja, wir setzen jetzt mal ein bisschen die Story weiter, weil warum nicht? Da ist der Bürgermeister schon perfekt. Meistert hier. Mal wieder mal lesen. 2. Januar, binnen kürzester Zeit unterwarf sich das Biest zum König und wurde sein treues Ross. Der Glaube der Menschen in den König war nun unerschütterlich. Zu Ehren des Königs errichtete unser Volk einen Tempelring um einen heiligen Setzling, der hoch um den Bergen wuchs. Das ist bestimmt dieser riesige Baum, ne? Zudem brachten die Menschen ihren Zügel da, welche ihm die Kontrolle über sein Ross erleichtern sollten. Okay. Dieses Ross auch irgendwie ein Pokémon, was ich fangen muss. Na, für dieses Feld ist es wohl auch zu spät. Die Boden ist schon so ausgelaugt, dass hier keine Feldfrüchte mehr wachsen würden. Es ist am Schneien. Wie erwarten hier überhaupt, dass hier irgendwie was wächst? Vielleicht ist die Erde der Kronenschneelande wirklich zu nichts mehr zu brauchen. Hier ist er am Schneien. Er kann doch allgemein nichts wachsen. Hallo, was machst du denn hier? Kann ich dir irgendwie helfen? Wie, du möchtest etwas über das Treuhaus des Königs der reichen Ernte erfahren? Hier draußen ist es zu alt, um solche Gespräche zu führen. Gehen wir besser in mein Haus im Freestyle weiter. Ich werde auch auf dich warten. Also muss ich schon wieder den Weg zurücklaufen. Hey, du. Ja, natürlich liegt da noch was. Also bin ich jetzt. Oh, cool. Zau Service. Da bin ich jetzt den ganzen Weg hierhin gerannt, nur um wieder dahin zurückzurennen. Ey, ich hasse sowas. Dann bleibt doch gefälligst da, ey. Wir jetzt auch hier eins dieser Bäder hier. Wohl hier wachsen ja Sachen, oder? Ja, auch können Früchte im Winter wachsen? Das ist doch eigentlich nicht der Fall, oder? Bin ich jetzt ganz blöde. Nein, das will ich nicht. Von deiner Erze kannst du für so viel geilere Sachen irgendwie hier eintauschen. Diesen einen Ding, diesen deine Abenteuer-Dinger. Also hier wartet der Statue des Königs der reichen Ernte. Seit wann ist denn ihr Kopf so groß? Was sagst du? Du sollst das soll was? So sollte der König eigentlich aussehen? Stimmt, so ähnelt er wirklich den Aufdruck auf unserem Pullover. Aber du redest ja, als hättest du ihn schon mal mit eigenen Augen gesehen. Das würde bedeuten, die Statue war schon seit meiner Kindheit beschädigt. Ah, natürlich, du wolltest etwas bei das Treuhaus des Königs der reichen Ernte erfahren. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, warum du dich dafür interessierst, aber bitte folge mir. In einem Buch habe ich vor langer Zeit einmal gelesen, dass das Treuhaus des Königs geradezu fanat wie ein in ein bestimmtes Gemüse, das hier in den Kronenschneelanden wächst. Aber was genau war das? Ach, in letzter Zeit fällt mir aber auch gar nichts mehr ein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, liest dir die Bücher im Regal dort durch. Oder du guckst mal ganz schnell nach, damit ich das nicht machen muss. Sag mal, wie inkompetent seid ihr Leute hier eigentlich? Lass mir jetzt nur das durch. Das treue Reittier stellte seine Kräfte in den Dienst des Königs. Vereint sind sie zu Wundertaten fähig und wir vermögen es ihm nur in einzige Nacht, einen Wald aus dem Nichts zu erschaffen. Eins war es ein Ungetüm, das Feldfrüchte vernichtete und den Dorfbewohnern viel Kummer und Leid verbreitete und sie äste. Doch dem König gelang es dank seiner Macht, es sich untertan zu machen. Manche sagen, mit einem schwarzen Fell erinnert es an einen finsteren Geist aus düsterer Nacht. Andere behaupten wiederum, sein Fell leuchtete weiß wie ein bitterkaltes Eis. Die Wahrheit bleibt ungewiss. Na komm, lesen wir einfach alle. Oh, meine Nase ist gerade so verstopft. Warum? Unter diesem Namen ist das Pokémon bekannt, das unseren kargen Land reiches Ernt bescherte. Wo ist? Ups. Okay. Feldfrüchte der Schneelande. In Kronenschneelande gedeihen Karotten auf unterschiedlichen Weise. Auf schneebedeckten Feldern sprießt die Polarkarotte hervor. Die Phantomkarotte hingegen wächst auf Feldern in der Nähe eines Friedhofs. Pokémon des Typs Eis scheinen eine Vorliebe für Polarkarotten zu haben, während Pokémon des Typs Geist Phantomkarotten bevorzugen. Ich habe so das Gefühl, wir müssen uns zwischen zwei Pokémon wieder entscheiden.
Im Märchen wird davon erzählt, dass das Treuhaus des Königs der reichen Ernte die Karotte der Schneelande liebte. Wenn einige Geschichten allerdings von einem weißen Ross sprechen, das Poloir-Karotten mochte, erwähnte andere ein schwarzes Ross, dessen Leibspeise Phantomkarotten waren. Aus irgendeinem Grund weichen die Legenden in diesen Punkten voneinander ab. Okay. Sag mal, ich muss hier alle durchlesen. Zügel des Bundes, bla 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 bla. Ja, der hat Zügel gegeben, damit er kontrollieren konnte. Freestyle Schneedanz. Ich lese mir jetzt schon alles durch, keine Sorge, nur halt im Schnell. Okay. Sagte, spiel mir jetzt wenigstens. Oh. Genau, und ich habe so Gefühl, ich muss mich zwischen zwei Rössern irgendwie entscheiden. Was ich hier gelesen habe, einmal Eis, einmal Phantom, Schatten oder irgendwie sowas. Hat sich jedenfalls so angehört jetzt gerade. Ist wie bei Wulauso hier, mich entscheiden muss wieder. Keine Ahnung, mal schauen. Jetzt muss ich ein Schild auch noch mal ein bisschen spielen. Koronasbar. Expeditionsleiter war ja klar, der jetzt erscheint. Ich kam gerade vor, als hätte jemand nach mir gerufen. Warst du das? Oh. Wurg. Menschenkind, hast du etwas über mein Treues rausgefunden? Ja. Du weißt, was mein Treues raus besonders mag. Unsere gemeinsame Zeit ist so lange her, dass es mir gänzlich entfallen ist. In dieser besonderen Vorliebe gelingt es uns vielleicht, mein Treues raus herbeizulocken. Worum handelt es sich dabei? Flor mit König der reichen Erntemotiv. Das Gewand mit meinem Appel drauf. Es ist zwar nur eine Imitation meines Ansitzes, doch mein Ross würde auf der Stelle die Flucht ergreifen, sobald es in seiner Gewahr wird. Die Karotten. Oh, Karotten, sagst du. Wohl wahr, ich erinnere mich. Sobald man in einem bestimmten Feld vor vorhin sieht, gab es gar kein Halten mehr. Es kostete einige Mühen, es dann wieder unter Kontrolle zu bringen. Ja, es kommt mir wieder in Sinn. Es hält sich ja Tage um Karotten. Gut gemacht, Menschenkind. Wenn wir eine Karotte hätten, könnten wir mein treues Ross zu uns locken, wo immer es sich auch gerade aufhält. Kommt einfach an, gerade so. Karotten. Es ist denkbar, dass die Menschen im Dorf die Feldfrüchte anbauen. Schon einen einzelnen Samen würde mir genügen, meine Karotte heranwachsen zu lassen. Ja, ich habe so das Gefühl, es wird nicht so einfach. Okay, das hat mir jetzt nur gesagt, was ich gerade erfahren habe. Also ich bezweifle, dass es so einfach wird. Hier, du. Ah, nee, du tausch mir nur deiner Dinger aus, ne? Ich habe keine der beiden mehr angebaut. Ich habe es natürlich sowas von gewusst. Ich mit dem Bürgermeister reden oder... Ja. Ich habe nur Karotten im Haus, aber irgendjemand hat bestimmt zumindest ein paar Karottensamen übrig. Wie viel war wetten? Der hier. Da bauen wir im Dorf keine Karotten mehr an. Und der eine Wildling war so wie Eis, er wählte Polo-Karotte als Speis. Der andere Wildling war so schwarz wie ein Geist, er hat die Phantomkarotte verspeist. Ja, langsam habe ich kapiert. Es gibt zwei verschiedene. Das ist jetzt also nicht so ein Geheimnis drum ausgemacht. Sanja, weißt du irgendwas? Ja, wir läuft die Jagd nach den Anhaltspunkten. Ja, ne? Ja, ne, die muss ich ja auch noch suchen irgendwie. Ich habe noch gar nichts gefunden. Ist ja voll wie Monster Hunter World, ey. Muss auch erst die Dinger finden, die Spuren am Boden. Nicht irgendwie untersuchen und dann hast du irgendwie, weiß ich nicht. Kannst du Monster suchen.
So. Ja. In der Kronenschnee an der spazieren. Oh, man kann halt abstellen. Okay. Warum sollte ich dann, ne? So, hast du Karottensamen? Riesenperle, was? Wann verkaufst du denn Perlen? Oh Gott, dann brauche ich die für irgendwann, ne? Wir haben ein Problem, hier hat niemand Karottensamen. Ja, mit jemand, ich habe doch mit ihnen hier gesprochen. Ich muss mit dem Bürgermeister noch reden. Nee, dann sag mir doch direkt, ich soll mit dem reden. Wenn ja einer weiß, dann der Bürgermeister, oder? Oh. Der mit ihnen geredet. Den habe ich ja noch nicht geredet. Boah. Das soll die falschen Jahreszeit. Dafür hätte ich ein paar Krautensamen. Oh, was? Oh, ich muss. Ey, wie blöd ist das denn gemacht? Ich muss jetzt, um die Karottensamen ja zu bekommen, muss ich deine Abenteuer machen? Blöd ist das denn? Oh, das finde ich nicht gut. Vielleicht will ich das noch nicht machen. Hallo? Boah. Also zwingen die mich jetzt hier, deine Abenteuer zu machen, damit ich eine Story weitermachen kann. Super. Oh. Da ich brauche da für drei Dinger. Ich habe jetzt drei Dinger bei einem bekommen. Also ich muss noch zwei Dinger davon machen. Nee, da habe ich keinen Bock jetzt drauf. Nee, dann fangen wir wieder Pokémon. Ja, wisst ihr, was das bedeutet? Nee, da muss ich diese deine Abenteuer offscreen machen. Weil. Ja. Wird ein bisschen dauern und ich habe jetzt keinen Bock, jetzt zwei, drei Parts damit aufzunehmen. Falls ich jetzt überhaupt jedes Mal schaffe, ne? Vielleicht hatte ich ja nur Glück beim ersten Mal. Und ich weiß ja immer noch nicht, wie das mit den legendären Pokémon ist. Ob, wenn ich von dem flüchte, ob ich dann Chance habe, die nochmal zu finden. Weißt du. Weißt du, das finde ich doof gemacht jetzt. Das hätten sie jetzt nicht machen müssen, finde ich. Nein, irgendwie die Story irgendwie, weil nicht gesperrt wird, man irgendwie was dazwischen machen muss, damit weiterzumachen. Erinnere mich voll irgendwie an Final Fantasy Dissidia, dieses Kampfspiel von Final Fantasy, wo ich mich riesig drauf gefreut habe, was übrigens auch ein voll Kackspiel ist, von dem, was ich gespielt habe. Und ja, da gibt es einen Story-Modus. Ich habe mir so gedacht, ja, wenn das Spiel schon kacke ist, dann guck dir wenigstens den Story-Modus an. Nee, Story-Modus kannst du nur spielen, wenn du irgendwie, weiß nicht, so Punkte hast. Und die Punkte kriegst du, indem du irgendwie so random Kämpfe machst. Entweder online oder gegen computergesteuerte Gegner oder so. Und ja. Ein Steinhang ist unverwendbar, aber macht einen Ewigstein. Den ersten Pokémon einen Stein machen, den unveränderbar machen, ein Ewigstein, ne? Also ja, offensiv feste Eiskalt. Okay, versuchen wir mal. Und ja, um die Story irgendwie freizuschalten im Schweben, muss es halt diese Punkte haben, und diese Punkte hast du gekriegt, indem du irgendwie online gekämpft hast oder gegen die KI irgendwie so Kämpfe gemacht hast. Und dann kannst du erst, wenn ich einen Teil der Story weiterspielen. Das ist aber richtig dämlich gemacht. Und da waren nur Cutscenes, die man mehr oder weniger freigeschaltet hat, ne? Meist davon waren noch nicht mal irgendwie Sachen, die man gespielt hat. So war das dämlich. Hm. Ich werde jetzt nur gucken, ob die Tür dadurch überhaupt aufgeht, ne? Ich will ehrlich gesagt noch nicht da reingehen und mich stellen, was auch immer da drin ist. Dann auf der Tür steht etwas geschrieben, der es unveränderbar macht. Oh. Dann gehen wir mal da rein.
Habe ich jetzt ganz zufällig die richtige Reihenfolge? Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Die riesige Pokémon-Statue blickt starr auf dich herab. Möchtest du sie untersuchen? Ja, warum nicht, ne? Ororo. Oh, eiskalt. Ein Regirock erscheint. Geil. Cool, ja. Fangen wir das mal, ne? Ich werde wahrscheinlich den Part nochmal neu aufnehmen müssen. Aber wenn natürlich nicht den direkt passenden Wesen hat, muss ich das halt nochmal fangen. Oh, da habe ich wissen, was ich auf Speed machen kann, ne? Da wird bestimmt wichtig sein, auch sich um die Dinger zu kümmern. Ja, da war ein Falltreffer. Gut, machen wir mal. So mit Originalmusik von damals. Das wird lange dauern. Stein, also Stein gegen Stein ist neutral, ne? Zurückgeschreckt oder paralysiert, jawohl. Was konnte der bis jetzt? Hammerarm? Jetzt hat er noch nichts anderes eingesetzt, oder? Cool. Ja, Dreh war übrigens voll einfach. Ewigstein ausrüsten einfach nur. Fluch. Oh Gott. Ich sagen, kümmern wir uns um die anderen Ruinen auch noch, ne? Wenn wir schon dabei sind. Dann werde ich die Viecher noch mal offscreen fangen. Einfach nur, nämlich halt richtige Wesen und so ab, ne? Aber wenn ich die Viecher schon fange, ne, dann müssen sie aber halt richtige Dinge haben. Jetzt auch eigentlich vollkommen egal, ob ich das Ding erledige oder nicht. Er ist jetzt eigentlich nur dazu, um den Kampf überhaupt zu zeigen oder Pokémon, ne? Oh Gott. Das ist jetzt hier so ein Schaukampf für euch. Könnte ich auch einen Meisterball werfen, ne? Aber naja, habe ich das richtige Wesen, ne? Wer weiß. War knapp übrigens. Ja. Ja, komm. Ah. Steinkante. Autsch. Im Hammerarm, also Brex, ne? Hammerarm, Steinkante, Brex. So, Steinkante ist neutral gegen den. Egal. Jo, jetzt mal mit so einem Superwurf, der wäre jetzt richtig schnieke. Ja. Ja. Ein Hoch auf Paralyse, ne? Aha. Aber gibt es von denen jetzt nicht auch irgendwie andere Formen? Ich hätte nicht gedacht, dass wir die normalen hier finden. Weil von denen gibt es jetzt auch irgendwie so Galar-Formen. Wenn ich mich nicht irre. Von drei anderen Pokémon. Ja, bleibt drin. Hyperball, was ist das? Oder der hat ein Haar im Gesicht. Also vielleicht sollte ich mal einen Hyperball einsetzen, ne? Ja, genau, passend, ne? Ich tue irgendwie zu viel Rollenspiel, mein Rollenspiel einpacken an manchen Stellen. Das kommt, bleibt drin. Oh. Ich muss es aus Prinzip in Pokéball fangen, egal was ihr sagt.
Das ist wie, als wenn man Tennis spielen übt mit einer Kastanie und eine Walnuss. Wenn du das schlagen kannst, dann kannst du auch einen Tennisball schlagen. Irgendwas anderes war das, ne? If you can dodge, then you can dodge this. Ich weiß aber nicht mehr, vom was das nochmal ist. So, komm. Ich werde das Viech nochmal auf Screen fangen hier. Friss einen meiner Meisterbälle. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So, was ich machen werde, ist, ich werde hier nach nicht speichern. Und ich werde das Viech dann nochmal offscreen fangen mit dem richtigen Wesen oder sowas. So machen wir das, ne? Jetzt mit Eintrag und sowas alles sehen. Sein Körper besteht vollständig aus Steinen. Wenn Teile davon abrücken, ersetzt Regrock diese einfach durch neue Steine. Ich will mir jetzt gar nicht angucken, was das für ein Wesen hat. Im Metzger liegt ein Ruin, den der Stein anstehen. Auf der Tür steht, dass das Erstpunkt einen Stein tragen, das ist unverwendbar macht. Ich mir den Schnee drin liegt. Bip, bip, bip. Dagen, ich bin's, Peony. Du nimmst dich hoffentlich nicht Expeditionsleiter. Du bist aus der Koronosbar, dich befreit. Wie bitte, du bist einen Stein gegangen, Rehrad begegnet? Aha, saubere Arbeit, Expeditionsleiter. Vergiss nicht auch nach den anderen Giganten Ausschau zu halten. Viel Glück. Ja. Weiß aber nicht, ob wir noch in diesem Part schaffen. Wollten wir vielleicht einen noch hier einverleiben. Aber lassen wir das. Ah! So, wie es aussieht, muss ich so oder so einige Offscreen-Arbeiten ja machen. Allein schon diese deiner Erz hier zu farmen. So, jetzt müsste hier so ein shiny Pokémon auftauchen. Das wird mir jetzt voll alles ruinieren. Sole ist gegangen. Hier machen wir noch nicht. So, wenn ich jetzt auch übrigens hier neue Pokémon fange, dann macht euch dann nicht so fett. Ja, Kamera ein bisschen höher. Wenn ich jetzt natürlich wieder hier neue Pokémon fange, dann muss ich die auch noch mit fangen. Ja. Auf Screen. Ist mir gerade so aufgefallen. Hat doch nicht alles so fett hier, ey. Hier waren wir noch nicht. Natürlich. Ey, hier kommen alle fossilen Pokémon. Natürlich fand ich auch schon immer krass. Er hat halt nur eine blöde Fähigkeit. So, das Viech muss ich dann noch mal auf Screen fangen. Das wird den doch nicht erledigen, oder? Komm. Gott. Drachenklaue. Au. Ja, Pokéball flieg, flieg und sieg. Bleib bitte drin, ey. Ich will ein bisschen Zeit sparen, ja. Ah, weißt du was? Ja. Wie sagst du beschleunigen? Ah. Ich werde auch diesen Part sowieso nicht speichern, also kann ich alles machen, was ich will. Ich kann meine Pokémon freilassen. Na gut. Flapterix, genau. So ist ein Fossil zurückgewandelt. Wie vom Forscher vermutet, kann Flapterix zwar nicht fliegen, dafür aber umso besser springen. Wow. Guck mal. Ich vermisse immer noch Ammonitas. Ich werde sehr, sehr schlecht gelaunt, wenn alle Fossilien im Pokémon hier wortwörtlich auftauchen, bis auf unseren Herren, unseren Schöpfer hier weg. Oh Gott. Ich bin in einem Bodybuilder reingelaufen. In einer Clownsnase.
Hat der eigentlich eine Clownsnase? Ja, Angst hatte. Er passt überhaupt nicht zu denen. Wo Gaunux, das ist halt mehr so, weil so eine Anlehnung an so ein Gauner, ne? Gaunux, ne? Gaunander Lux oder irgendwie so, das weiß ich. Da lag eine TM, aber wird schon nicht interessant sein. Aber ich stelle mir bei Gaunux immer irgendwie so ein Sir irgendwie so vor, dem Schnurrbart. Deswegen stelle ich mir irgendwie so eine Sonderbonbon. Dafür bin ich hier reingelaufen. Okay, da ist noch was. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Zubat. Oh, ich glaube, da unten liegt ein Hinweis. Die sollte ich vielleicht mal offscreen suchen. Einfach nur, damit weiß ich nicht, ich unsere Zeit verschwende. Zubat, das hätte ich gerne. Ach, das kann ich aber nicht entwickeln. Zubat. Dann setzt man natürlich den Meisterball ein. Ich speichere sowieso nicht nach dieser Aufnahme, von daher. Oh, und beim nächsten Mal startest du meine Aufnahme. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen gespeichert. Oh. Nee, nee. Sobald ich sehe, dass meine Aufnahme geglückt ist, sofort neu gestartet die Switch. Lord Helix, gelobt sei der Herr. Ich kann den natürlich nur in einem Meisterball fangen. Also, Leute, das andere verdient dieses Pokémon nicht. Ja, da werde ich sogar wortwörtlich machen, wenn ich mir so ein Competitive Amoroso irgendwie züchte. Jawohl, Meisterbälle können nicht gezüchtet werden. Also Pokémon können nicht in Meisterbälle gezüchtet werden. Normalerweise werden die Bälle immer kopiert und so. Habe ich jetzt überhaupt den Eintrag von Zubat gelesen? Ich glaube nicht. Es starb wohl aus, weil seine Bewegungen durch das große, schwere Gehäuse zu langsam wurden, dass es keine Beute mehr fangen konnte. Ich habe, glaube ich, gar nicht den Eintrag von Zubat durchgelesen. Was ist das? Da ist die Teekanne. Golbat! Komm hier runter. Ne, warte mal, da ist gar nicht Dings. Gar nicht diese Teekanne, das ist dieses Diamanze. Ist das nicht ein legendäres Pokémon? So, wir gehen langsam die Meisterbälle aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Das ist nicht wirklich ein Satz, den man sagen könnte, so. Normalerweise hat man ja nur einen, ich weiß. Doch, ich weiß, wie ich die bekommen habe. Ich weiß nicht. Durch Wundertausch irgendwie. Also irgendwie so gescheatete Pokémon, die ich irgendwie mal bekommen habe. Die ich natürlich nicht benutze. Also dürfte dann okay sein, oder? Ja, was kann ich denn dafür, wenn irgendjemand mir so ein gescheatetes Pokémon für Wundertausch schickt, ne? Der zufällig einen Meisterball trägt, ne? Man, theoretisch kann man sich Meisterball ja auch farmen, wenn man hier diese Pokémon ID Lotterie macht, glaube ich, ne? Also theoretisch kann man sich Meisterbälle farmen, wenn man unglaublich viel Glück hat. Von daher ist das so, als hätte ich jetzt 6 Richter in dieser Poké ID Lotterie bekommen. Das Blut einer Lebewesen ist seine Leibspeise. Man sagt, dass es das abgesagte Blut manchmal mit hungrigen Artgenossen teilt. Und du bist natürlich Okora. Nicht Diamante, ist wieder was anderes, ne? So. Kann ich einige Pokémon hier offscreen wieder fangen. So, Meister. Aber ich mache das, wenn ich ein Amoroso trainiere oder mir ein Competitive zulege, dann werde ich damit einen Meisterball fangen. Anderes verdient das Ding nicht. So, es war halt hochenergetische Strahlen. Ist halt wirklich ein Wort aus den Edelsteinen, mit denen sein Körper besetzt ist. Und nicht so angreifende Gegner, Gesteinfee. Ja. Ja, die Anze war so ein Ding, der ich gucke jetzt hier nicht weiter um. Na, finde ich noch was Geiles. So, Zubat, ich glaube, ich habe den Eintrag von dir nicht gelesen, deswegen machen wir mal. Wo bist du? Mondschnitzel ist Ultraschallwellen aus, um seine Umgebung zu erkunden. So kann es selbst in eigenen Höhen geschickt herumfliegen.
wie eine echte Fledermaus beinahe. Und immer noch 210 Regirock. Oh Gott, guck euch mal die Liste hier an. Sammle nicht Suisun und die anderen. Nee, dann wäre, glaube ich, zu viel. Gut, alles klar. Ich werde Folgendes machen: Alles, was ihr gesehen habt, werde ich offscreen, nachdem die Aufnahme, nachdem ich gesehen habe, die Aufnahme ist geglückt und so, werde ich ja diese Aufnahme direkt löschen. Ich glaube, das sollte ich vielleicht auch mal. Guck mal hier. Ich glaube, die Dinger werde ich mir auch irgendwie, jedenfalls in dieser Höhle hier offscreen, alle einverleiben. Ja, die sind da. Okay, so schwer sind die jetzt eigentlich nicht zu finden. Die sind jetzt nicht die Dickdrehs oder Dickdas von der Fokusinsel oder wie auch immer das nochmal hieß. Also dann möchte ich das hier jedenfalls in dieser Höhle offscreen machen. Und ja. Diese Aufnahme wird nicht weitergeführt. Ich werde, nämlich gesehen habe, die Aufnahme ist geglückt. Ich switch nochmal neu starten und dann werde ich mich um das Regirock nochmal kümmern. Gucken, ob ich ein richtiges Wesen und so was bekomme. Die ganzen Pokémon, die ich jetzt gerade gefangen habe, mit normalen Pokéballen fangen. Pokébällen fangen, und dann muss ich dann diese Dynamax-Abenteuer anscheinend machen, um ja genug Punkte jetzt zu sammeln, um die Story weiterspielen zu müssen. Okay, gut, dann in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hinterlasst, doch bitte ein Like, ein Abo, in den Kommentar, das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und in dem Sinne sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.